Servus Leute, ja, Melanias Bücher hat mich auf Instagram getaggt und zwar in 10 Tagen sollte man 10 unvergessliche Bücher eben auf Instagram zeigen. Ohne groß Kommentar, nur eben seine 10 unvergesslichsten Bücher, die man irgendwie schon mal gelesen hat. Und ich dachte mir, hey, schade, dass man dazu eigentlich nichts sagen soll, sondern das unkommentiert lassen soll. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht einen Tag da draus machen und eben den Tag hier auf YouTube mal ausprobieren. Und das tue ich jetzt auch. Ja, mein Platz 10 ist für mich der Hobbit. Für mich ist es einfach ein wegweisendes Buch. Ich habe das Buch, bin schon alter Sack, vor Jahrzehnten, keine Ahnung, wie alt ich da war, wahrscheinlich so 10, 11 oder irgendwie so, das erste Mal gelesen. Und seitdem bin ich einfach ein riesiger Tolkien-Fan. Und ich denke, ich habe der Hobbit und auch später der Herr der Ringe seither, denke ich mal, jedes Jahr zumindest einmal gelesen. In der Anfangszeit und zwischendurch habe ich die tatsächlich auch manchmal ein paar Mal im Jahr mir reingezogen. Es ist es ist im Prinzip das erste wirkliche reine Fantasy Buch, die erste wirkliche reine Fantasy Geschichte, die da geschrieben wurde. Alles andere, das ist eben so die Kategorie Märchen oder auch Science Fiction und sowas, das hat es tatsächlich früher schon gegeben. Aber so der richtige, das was man heutzutage als diese High Fantasy bezeichnet, das, denke ich, wurde mit der Hobbit gestattet. Und wie gesagt, Tolkien, mein absoluter Lieblingsautor. Die ganze Welt um Mittelerde. Ich freue mich riesig darauf, dass dass Amazon eine Serie zu Mittelerde machen will, in der sich wohl um das zweite Zeitalter, also das Zeitalter, das vor dem Ringkrieg spielt, handelt. Und tja, ich bin sehr gespannt. Ich liebe das Buch über alles. Deswegen ist es auf meinem Platz 10. Ja, auf meinem Platz 9 ist Anne of Green Gables oder Anne auf Green Gables von Lucy Maud Montgomery, heißt die gute Frau. Da handelt es sich um eine Geschichte, eine sehr berühmte Geschichte, die auf der kanadischen Insel Prince Edward Island spielt. Auf der die gute Anne, ein Waisenkind, das schon durch so manche Familie durchgereicht wurde und es ziemlich hart hat. Die landet aus Versehen auf der Farm Green Gables bei dem schon älteren Geschwisterpaar, das dann eben ihre Eltern wird. Ja, und in der weiteren Geschichte erfährt man dann eben, wie sich Anne da auf der Farm schlägt, wie sie zur Schule kommt, wie sie dann langsam erwachsen wird und ja, zu ihrem Glück findet. Und ich finde, diese Geschichte ist
Ja, ist einfach immer wieder etwas ganz Besonderes, weil auch in der Geschichte diese ganze Stimmung so unglaublich toll rüberkommt. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, irgendwann möchte ich doch auch mal auf diese Prince Edward Island, die an der Atlantikküste, da ein bisschen so in der Nähe Richtung Neufundland und so, ne, liegt. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, weil ich habe schon so viel Bilder, auch Videos über diese Insel mir mal angeschaut, und ich finde, die ist so schön und richtig faszinierend, und irgendwie ja, wäre das mit Sicherheit mal eine Reise wert. Ja, auf meinem Platz 8, ja, das Cover ist glaube ich nicht ganz so berühmt, keine Ahnung, ist Die Welle von Morton Rhue. Tja, eine, wie ich finde, immer aktueller werdende Geschichte, ja, in der es darum geht, wie ein Lehrer im Geschichtsunterricht seiner Klasse erklären will, wie es damals die Nazis geschafft haben, die ganze Bevölkerung für sich so einzunehmen und zu radikalisieren. Und ich denke, das ist Populisten benutzen eben genau diese Mittel, die hier in diesem wirklich sehr tollen und, wie ich auch finde, sehr wichtigen Buch ja, beschrieben werden. Gerade ihr da draußen, die vielleicht mal am Überlegen sind, ob sie vielleicht so eine Partei wie die AfD wählen wollen, für die wäre das eine absolute Pflichtlektüre. Vielleicht wird euch da ein bisschen, euch da ein bisschen die Augen geöffnet. Denn es geht eben ja, leichter als man denkt, in solche Richtungen abzurutschen. Vor allem, wenn man, wie ich denke, oft mal ein bisschen zu faul ist, um selber nachzudenken und um sich selber wirklich mit Fakten zu informieren. Tja, aktuelle wenige. Ja, mein Platz 7 ist Spuren im Schnee von Patricia St. John. Das ist eine Geschichte, die in der Schweiz spielt. Ich lese euch das mal ganz kurz vor, hier den Klappentext, sonst, weil die Geschichte ist vielleicht etwas unbekannter, obwohl sie schon in, glaube ich, 26. Ausgabe erschienen ist. 7 Jahre ist Annette alt, als ihre Mutter stirbt. Nun muss sie auf dem kleinen Bergbauernhof in den Schweizer Alpen für ihren Vater und den kleinen Bruder Dani sorgen. Bei einem Streit mit dem Nachbarsjungen Lukas verunglückt Dani schwer. Annettes Hass kennt keine Grenzen. Sie scheut kein Mittel, um Lukas zu bestrafen, und wird dabei selbst unglücklich. Eines Tages erfährt Lukas, dass es eine Möglichkeit geben könnte, das Geschehene wieder gut zu machen. Er ist zu Außergewöhnlichem bereit, ja, setzt sein Leben aufs Spiel, damit Dani wieder gesund werden kann. Ist für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren. Und genau darum geht's. Das war wohl ungefähr der Zeitpunkt, als ich das Buch gelesen habe, das erste Mal. Denn das ist eben das erste wirkliche Buch, das ich in meinem Leben gelesen habe. Ich
kannt die Geschichte schon, denn tatsächlich hat mir die so Kapitel für Kapitel meine Mutter zum ins Bett gehen vorgelesen, also schon vorher, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich da schon lesen konnte. Tja, und als ich dann eben lesen konnte, war das eben die erste, das erste Buch, das erste, der erste wirkliche Roman sozusagen, den ich gelesen habe. Alles andere waren halt dann so, wisst ihr, diese Bilderbücher mit ein bisschen Schrift dabei. Und das war eben das mein erstes, ja. Ja, deswegen bedeutet mir das Buch wirklich unendlich viel. Vor allem die Geschichte ist wahnsinnig toll. Und ja, es hat auch noch einen wirklich tieferen Sinn, hinter der Geschichte steht. Also man kann auch für sich selber noch ein bisschen was lernen. Erschienen, ja, im Bibellesebund. Und tja, deswegen. Aber eine absolute Leseempfehlung, ist ein wirklich tolles Buch. Ja, auf Platz 6 hat es bei mir, ich halte es mal hier in die Kamera, Mara und der Feuerbringer geschafft. Das sind hier die drei Teile, erste, zweite, dritte. Ich halte mal stellvertretend den ersten Teil, eben Mara und der Feuerbringer, in die Kamera. Für mich ist es ein ganz, ganz besonderes Buch oder eine ganz besondere Reihe, denn das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Buch. Ich schau mal, das ist 2009 erschienen in dieser Auflage. Ich glaube, das ist aber, stammt schon ein bisschen vorher. Ich hatte mal im Prinzip, ja, war es wohl nachdem der letzte Teil der Harry Potter Reihe erschienen ist, war ich sehr, sehr vertieft in eben Harry Potter. Und ich habe damals ganz oft eben auch noch mal Harry Potter gereadet. Ja, und so kam es, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ja, so, jetzt ist mal gut. Jetzt muss ich mal was anderes wieder lesen. Tja, aber was liest du dann? Und vieles, das ich da dann gelesen habe, war okay, war gut, hat mir gefallen, war toll. Aber so, dass das die, ich sag mal so, das erste Mal nach Harry Potter, dass ich wieder so richtig glücklich war mit einer Geschichte, mit dieser Trilogie, war eben mit Mara und der Feuerbringer vom lieben Tommy Crabwise. Da geht es um ein Münchner Mädel, das feststellt, dass sie eine Spokona ist. Das ist so eine Seherin, Magierin, ist so auch so eine Wicca-Hexe und so. Und dass sie mit den nordischen Göttern Kontakt aufnehmen kann und sich da auch, sie erlebt da richtig geile und spannende Abenteuer. Ist, glaube ich, der erste Teil auch mittlerweile verfilmt worden. Schade, dass die ganze Reihe nicht verfilmt wurde. Ich glaube, der Edi, also B.
Bekannte von mir, der aus München kommt, der hat da sogar in dem Film damals eine kleine Nebenrolle gehabt. Finde ich immer wieder cool. Aber wie auch immer, das war im Prinzip eine Reihe, die mir damals dann wieder wirklich den Anstoß gegeben hat, das Leben und das Lesen, meine ich, das Lesen wieder so richtig zu lieben. Deswegen ganz wichtige Trilogie für mich. Ja, mein Platz 5 ist Maggie und die Stadt der Diebe von Patrick Hedwig. Ein absolutes Highlight. Und ich weiß nicht, ich hoffe, ihr kennt es alle. Ich lese euch trotzdem mal ganz kurz den Klappentext hier vor. New York 1870. Kalt und düster ist es in den Slums von Manhattan. Ziellos irrt Maggie durch die schmutzige Gassen voller Bettler. Sie ist heilfroh, als sie bei einer Bande junger Diebe Unterschlupf findet. Schon bald fühlt sie sich dort wie zu Hause, bis eine gemeinsame Diebestour sie zu einem Kirchturm führt, der schlimmste Erinnerungen in ihr wachruft. Maggie muss sich endlich ihrer Vergangenheit stellen, doch Licht ins Dunkel kann nur einer bringen, der sagenumwobene Herrscher über die Stadt. New York. Sagenumwobene Herrscher über die New Yorker Unterwelt. Ja. Warum ist es so besonders, dieses Buch? Weil es einfach so wahnsinnig gut geschrieben ist und eine so wahnsinnig tolle Geschichte beinhaltet. Wisst ihr, als ich das angefangen habe zu lesen, zum einen war ich sofort nach den ersten paar Sätzen war ich in den New Yorker Slums, so in Hell's Kitchen und wisst ihr, und ich war da sofort angekommen und ich war da irgendwie drin und du wirst so in diese Geschichte gesogen, dass du das regelrecht riechst, schmeckst und fühlst, wie die Situation da gerade ist. Und du kannst so unglaublich toll mit Maggie mitfiebern, mit in dir. Du wirst so dermaßen außergewöhnlich gut in diese Geschichte mitgenommen, dass das tatsächlich eines der ganz seltenen Fälle ist, die bei mir, bei meinen Bewertungen und Rezensionen und so, ein Over the Top bekommen haben. Das heißt, ich bewerte ja normalerweise von 1 bis 15 und dann gibt es noch ein paar niedrigere Joke-Bewertungen, aber könnt ihr in der Videobeschreibung sehen. Ich verlinke euch da mal meine Bewertung, meine Bewertungsrangliste. Aber normalerweise ist 15, also mehr als sehr gut, das Höchste, was ich zu vergeben habe. Und 16 Punkte ist eben over the top. Und das ist eins der letzten Bücher, die so ein over the top von mir bekommen haben. Deswegen, dass wenn kein Grund ist, das Buch mal zu lesen, ja, dann weiß ich auch nicht. Ne? Ja, auf meinem Platz 4 kommt gleich wieder ein Over-the-Top-Buch. Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna. Anna liebt einfach alles und Anna liebt einfach alles und alle lieben Anna, diesen naseweisen Fratz,
den niemand weiß so gut wie sie, was das wirklich ist. Gott und die Welt, Menschen und die Liebe, das Lachen und die Angst, Freude und Trauer. Das ist tatsächlich eines der besten Bücher aller Zeiten, bin ich mir sicher, und das ist Fakt. Ich habe noch nie, noch nicht mal im Ansatz, so ein emotionales Buch gelesen. Da gibt es Passagen, bei denen du gleichzeitig heulen kannst wie ein Rohrspatz. Und dich dabei totlachst. Also heulen und dabei lachen, da müsst ihr euch damit abfinden. Wenn ihr das Buch lest, dann kann euch das sehr gut passieren. Das ist so ein emotionaler, das Leben hinterfragende kleiner Roman oder ja, Geschichte über dieses Mädel, diese Anna. Wie gesagt, eins der besten Bücher. Eines der besten Bücher überhaupt aller Zeiten. Sollte man lesen, wenn man wirklich, wirklich gut drauf ist oder emotional gefestigt. Wenn du es liest, wenn du nicht so gut drauf bist oder irgendwie ein bisschen Depri bist, dann ist das, glaube ich, nicht ganz so zu empfehlen. Also es ist jetzt nicht das Ding, das dich jetzt in eine Depression stürzt. Nee, das nicht. Aber das Ganze ist auch eben eine Geschichte, die einen sehr, sehr zum Nachdenken bringt und für manche sogar ein bisschen lebensverändernd wirken kann. Ja, auf Platz 3 hat es bei mir die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier geschafft. Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Ich halte mal wieder stellvertretend Rubinrot in die Kamera. Ja, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten überhaupt. Beinhaltet eine der tollsten Geschichten überhaupt, mit Zeitreise und Geheimnissen und Geheimbünden und überhaupt Liebe, alles, was man sich nur in einer richtig, richtig geilen Urban Fantasy Zeitreisegeschichte nur wünschen kann. Und vor allem beinhaltet eben die Edelstein-Trilogie, die eine meiner absoluten Lieblingsprotagonistinnen, nämlich die Gwendolyn Shepherd, die überhaupt, ich finde diesen Charakter, Gwendolyn Shepherd ist eine der tollsten Buchcharaktere überhaupt aller Zeiten, und es ist eigentlich du kannst dich regelrecht verlieben in eben diesen Charakter. Er kommt in dem Teil schon mal ganz kurz vor, aber Xemerius, der taucht dann, dieser kleine Wasserspeiergeist, Wasserspeierdämon, ist kein Geist, ein Wasserspeierdämon, der taucht hier auf und wird eben dann, der katapultiert diese ganze Geschichte nochmal auf einen absoluten Next Level. Deswegen
ist eben Rubinrot mit 15 Punkten und ich denke eben Saphirblau und Smaragdgrün sind dann so wirklich so Over-the-Top-Bücher mit 16 Punkten wieder, weil unter anderem eben dieser Ximerius, dieser kleine Wasserspeier-Dämon, diese ganze Geschichte nochmal auf eine Art Next Level katapultiert. Das ist vorher schon so dermaßen der Hammer, die Geschichte, aber ja, da wird es dann richtig krass. Ja, das war mal Platz 3. Ja, auf Platz 2 hat es bei mir ja, eine siebenteilige Reihe geschafft. Die glorreichen sieben und stellvertretend halte ich mal den ersten Teil Harry Potter und der Stein der Weisen in die Kamera. Ja, was soll man dazu noch sagen? Die glorreichen sieben Harry Potter Romane von John K. Rowling. Ich glaube, in den letzten, keine Ahnung wie, wenn überhaupt schon mal in der ganzen Literaturgeschichte, hat wohl kein Buch, keine Buchreihe dieser Welt jemals nur im Ansatz so einen Hype ausgelöst. So viele Menschen überhaupt zum Lesen gebracht. Die Geschichte von Harry Potter, dem Waisenkind, das bei seinen Verwandten aufwächst und feststellt, als es 11 Jahre alt wird, oder kurz vorher, dass es ein Zauberer ist und bald auf die Hogwarts Akademie für Hexerei und Zauberei gehen wird. Ja. Und tja. Ja, man muss die Geschichte jetzt nicht wirklich erklären. Ich denke, ihr habt die alle, oder ihr solltet die alle schon mal gelesen haben. Oder wenigstens wissen, um was es da geht. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei 22 Mal gelesen und zweimal als Hörbuch mir angehört. Und die Tendenz ist steigend, weil ich habe über kurz oder lang immer mal wieder Bock, die eben zu lesen. Und es ist einfach eine so großartige Geschichte. Und das war nochmal damals auch für mich so eine extreme Initialzündung für meine Liebe fürs Lesen. Ich habe vorher schon viel gelesen, ja, aber durch die Harry Potter Reihe hat sich irgendwie so wie ein Katalysator nochmal ausgewirkt und hat das einfach nochmal so extrem verstärkt, dass ich wahrscheinlich ohne Harry Potter würde ich jetzt hier wohl nicht sitzen. Ja. Ja, auf Platz 1 hat es bei mir natürlich der Herr der Ringe geschafft. Und zwar eben in genau dieser Ausführung, wie es, wenn man mal von Alan Lee als Coverdesigner und als Buchillustrator mal absieht, in genau der Form, in der es Tolkien ursprünglich mal geplant hat. Denn der wollte eben nicht der Herr der Ringe in drei Teilen veröffentlichen, sondern eben als großen, dicken, fetten Einzelband. Ja, da hat er aber dann bei seinem Verlag damals nicht so
ist er nicht so auf Freude darüber gestoßen, weil die eben das Risiko war denen zu hoch, dass ja, die Geschichte nicht ganz so gut ankommen könnte und so. Und so dachten sie, ja, das teilen wir mal in drei Teile auf und dann ist es vielleicht, wenn es ein Flop wird, nicht so so ein Schaden, der da entsteht. Das ist jetzt hier aus dem von der Hobbit Presse von Glet Cotta die Gesamtausgabe mit Illustrationen von Alan Lee in der Übersetzung von Margaret Carrox mit den Anhängen auch noch hinten dabei. Ja, ein wahnsinnig, wahnsinnig geiles Buch. Die Geschichte tja, von Frodo, von Sam und ja, die Abenteuer, die die Gefährten da bestreiten müssen und der Krieg gegen Sauron und die Orks. Für mich ist und bleibt das die geilste Geschichte, die jemals überhaupt geschrieben wurde. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt, das ist so die Spitze, die oberste Spitze des Eisbergs. Ja, aber als Basis für dieses eine Buch oder für diese Geschichte hat Tolkien mehrere Sprachen, also mehrere Elbensprachen erfunden, Zwergensprachen, Schriften und 36.000 Jahre an Geschichte um Mittelerde. Also die Basis für dieses Werk sind tatsächlich 36.000 Jahre an Historie, an ausgearbeiteter Historie über Mittelerde. Ja? Über Kriege, Könige und die ganze geschichtliche Entwicklung, die da vorher stattgefunden haben und die eben diesem ganzen Werk so unglaublich viel Seele einhauchen. Ja? Das ist einfach so bemerkenswert. Das hat bisher noch kein anderer Autor nicht mal nur im Ansatz bewerkstelligt, seine Geschichte so viel Leben einzuhauchen. Deswegen ist das für mich das Besonderste aller Bücher. Ja. Und mein Platz 1 und das einzige Werk, das jemals von mir 17 Punkte over the top bekommen wird. Ja. Ja, und wen tagge ich jetzt mal zu diesem Tag? Ich tagge alle nochmal, alle 10, die ich bei dem Instagram Tag, bei der Instagram Challenge von Melanias Bücher schon getaggt habe und die vielleicht ja, die eben diesen Tag auf Instagram noch nicht gemacht haben und falls ihr eben einen YouTube Kanal habt, dann tagge ich euch dazu, diesen Tag jetzt hier auch mal zu machen und uns eure 10 unvergesslichen wichtigsten Bücher aus eurem Leseleben mal vorzustellen und ja, hier dann mal zu erzählen, ja, warum denn die Bücher so besonders für euch sind. Ja, in diesem Sinne, ja,
nächstes Mal wieder was. Ciao.